Leute, Roadtrip. Und wenn ich Roadtrip sage, dann meine ich Roadtrip. Heute besonders, Mann. Es wird der krasseste Electric Roadtrip meines Lebens. Und zwar mit dem neuen Kanalpartner meinauto.de geht es hoch bis nach Norwegen, ja, bis an den nördlichsten Punkt Europas versuche ich zu kommen, ans Nordkap, ja. Die Jungs und Mädels haben gemeint, Alex, dann hau einen raus, wo geht die Reise hin? Ich habe gesagt, das Nordkap wollte ich schon immer mal erobern elektrisch. Jetzt im Winter, voller Schnee, wenig Sonnenstunden, also die härtesten Voraussetzungen, die es gibt. Ich habe den Wagen über Nacht geladen, ich fackel nicht lange rum, Koffer reinschmeißen, 5000 Kilometer, gib ihm einfach, Mann, gib ihm. Meinauto.de, dein Online-Shop für Neuwagen. Startvoraussetzung, Akku wie gesagt rappelvoll und Statistikzähler auf Null. Los geht's bitte. I forgot what to say. Yo Leute, diese ganze fette Reise meine ich alleine, sondern ich habe meinen Kumpel William dabei. What's up, Big Will? Yo, ich bin William und ich bin der Kameramann für diesen langen Abenteuer Schneechaos 5000 Kilometer aus Nordkap. Boom, boom, ja! Katastrophe! Und... Where did that come from? Und meine Österreich bist schrecklich, aber mein Deutsch bist beschrücklich fantastisch. Alright. Okay, das war gut, Leute. William ist Norweger, wohnt in Slowenien, ist jetzt hergefahren mit seinem Model S und wir fahren jetzt zusammen hoch und sein Auto steht bei mir jetzt in der Garage. Wenn man sich das so anschaut, das ist wirklich angsteinflößend fast. Und ich bin wirklich lange Roadtrips gewöhnt. Das ist echt anders lang. Das ist der letzte Zipfel Europas, das Nordkap. Man kann hier die Schwedenroute fahren. Wir haben uns die Norwegenroute rausgesucht. Und das sind hier 4200 Kilometer. Da kommt sicher nochmal irgendwie ein oder andere Umweg da raus. Plus es sind 58 Stunden. Das ist einfach... Alter! Alter! Aber wir fahren einfach. Der erste Supercharger ist in... Wie so 150 Kilometern. One Supercharger at a time, William, right? Yes, sir. So ein fetter Roadtrip, da ist der Autopilot natürlich in Siegen und der gerade richtig verkackt. War auch echt gefährlich. Ich habe zum Glück Hände am Lenker und zack, sofort eingegriffen. Es war die Spurmarkierung, war so für 20, 30 Meter nicht da. 20, 30 Meter keine Spurmarkierung, also sagen wir, 5 Streifen haben gefehlt und komplett grundlos, obwohl rechts die Spur noch da war, ist er einfach in die Mitte gezogen. Und da kam auch wirklich ein Auto und ich habe zack, sofort ihn zurückgeholt, aber also war unangenehm. Ja. Also ich werde auch darauf achten, wie es ist, im Autopilot so eine fette Strecke zu fahren. Oh, schau mal, ich kann hier einfach, zack, jetzt habe ich das gespeichert, die letzten 10 Minuten. Also eigentlich müsste ich jetzt die Aufnahme von dem Fahrfehler haben und kann sie jetzt einspielen. Geklappt hat, dann habt ihr das jetzt gerade gesehen. Wenn nicht, dann ist es nicht geklappt. Ja, William, when was the last time you've been to Norway? 4 Jahren. Warum kannst du Deutsch plötzlich? Ich weiß nicht. Ich bin in können Deutschland. Können wir Deutsch reden? Du bist in Deutschland. William, ernsthaft, können wir Deutsch reden? Nein. Ja, ich kann. Supercharger. Ja, okay. William ist kamerascheu, aber er kann überraschend Deutsch plötzlich und passt. Ja. Läuft. Fantastisch. Okay. William, wir sind in Norwegen. Ja. Willkommen aus Norwegen. That was a quick trip. Ja, das ging schnell, die 58 Stunden. Ja, ja. Plötzlich hier fährt man ein bisschen hoch und zack, richtig Winter. Und man sieht es hier auch in der Reichweite. Das Auto sagt, ich soll unter 120 fahren. Jetzt ist weg die Meldung. Damit wir noch an Supercharger ankommen. 127 Restkilometer und es sind noch 80. Also sollte schon klappen, aber ich darf jetzt nicht heizen. Ja, also nicht zu schnell fahren. We cannot go so fast, William, because then we will not make it to the supercharger. Go fast, make it exciting. Why would you say that? You will have to help me push the car. No, the audience wants us to make it fast and run out of battery. Okay. Yes, go. Do it for the views, right?
for the viewers. Let's go. No, more than this. 200. Come on. No, stop. 200. We will not make it. Oh, oh. Laden erforderlich, um Ziel zu erreichen. William spricht zwar nicht gut genug Deutsch und kann aus sich lesen, aber als erstes, was gesehen hat, war so, oh, oh, red is never good, right? Es ist wirklich, das, ah, es ist der Wahnsinn. Schaut mal hier. 8 Kilometer und es sind noch 6. Das wird schon werden, es ist so ein bisschen versteckte Reserve drin, auf die kann man auch zählen. Aber das jetzt mit 100 km/h dahinschleichen, ey, einfach schlecht geplant. Einfach zu euphorisch losgefahren, Akku war ja voll, scheiß drauf. Und jetzt muss ich ein bisschen haushalten. Naja, wird schon werden, aber 7 muss ich irgendwie besser machen. 7, 5. Eiskalt, das letzte Prozent, während wir hier auf den Rasthof raufrollen. Und auf 0% gesprungen. Tada, Gratulation, Alex. In die Reserve gefahren, direkt bei der ersten Etappe. Unglaublich. Aber gut, wir sind am Supercharger. William, have you been to Supercharger before? Yes, I've been here before. Okay. And they have McDonald's and Burger King. Oh, schau mal, look, you have to wait at the gas station. There's a line. Jetzt hoffe mal, dass wir direkt an Supercharger können. Die Tankstelle ist voll. Aber die Supercharger. Ui, oh, ui. Oh, it's full. No, there's one open. Oh my god. Ah, da ist welche. Da ist 2 sogar. So, Zuschauer getroffen. Und ihr habt euch einen Tester geholt und ich habe bei der Entscheidung helfen können. Ja, wir haben uns deine Videos so mit angeguckt, ja. Freut mich, Mann. Ich steck mal ein, wa? Und bitteschön. Erster Ladestopp für den fetten Roadtrip. Und ich stoppe die Zeit mit, ja, wie lange ich auf diesem fetten Roadtrip lade. Sehr gut, das erste Prozent ist schon wieder drinnen. 200 kW direkt am Anfang, das sehe ich gerne. Das Model Y ist ja jetzt nicht so der Lade-Champion, wie das Model 3 gewesen ist. Also ich bin gespannt, wie die Ladekurve ist, ja, auch bei diesen kalten Temperaturen. Dann in Norwegen wird es wahrscheinlich noch mal kälter. Hier sind wir jetzt bei minus 4 Grad, also auch schon ordentlich. Aber da könnten noch mal... ja, minus 10 Grad und so, alles drin sein da oben in Norwegen. Also, sehen wir mal, wie das denn ist mit dem Akku und Co. Reichweite, Ladegeschwindigkeit, Ladekurve. Aber jetzt erstmal Pipi-Pause. So, kaum kommen wir, fahren die meisten anderen. Und was ich gerade sehe, der Supercharger wurde hier erweitert. Also diese Stalls hier hinten habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Hier war ich schon oft, der Supercharger liegt zwischen München und Berlin. Dementsprechend war ich da sicher schon 20 Mal, würde ich sagen. Jetzt zu meinem Auto. Mein Auto kann man sich als Online-Shop für Neuwegen vorstellen. Haben alle Marken, alle möglichen Fabrikate, eben auch viele Elektrosachen. Gerade richtig heißer Deal für Cessa Model 3. Ja, verlinke ich euch auch in der Beschreibungsbox unter diesem Video. Und man hat eben einen Ansprechpartner vor dem Kauf, während dem Kauf, nach dem Kauf. Man bekommt dort alles aus einer Hand. Versicherungspakete, Wartungspläne, eben den Neuwagen. Auch bis vor die Haustür geliefert. Alles ohne Papierkram, alles digital. Richtig angenehm, so wie ein moderner Autokauf aussehen sollte in meinen Augen. Und das ist eben hier in der Beschreibungsbox verlinkt. Und von den Kollegen bekomme ich jetzt immer Challenges auch gestellt auf dieser Nordkap-Reise, weil ist ja nicht schon schwer genug. Ja? Bin ich mal gespannt, was da kommt. Heute ist meine Challenge oder unsere Challenge, wir werden es wahrscheinlich auch mit Fahren abwechseln, möglichst weit nach oben zu kommen. Richtig Kilometer fressen. Deutschland verlassen werden wir nicht schaffen, also nach Dänemark, glaube ich, ist einfach zu weit. Aber wenn wir so Hamburg oder sogar ein bisschen weiter kommen würden, wäre ich zufrieden. So. Einmal noch Füße vertreten und dann weiter. Genug geladen. 20 Minuten. Thank you, William. Schaut es euch an. Gar nicht so verkehrt. 300 Kilometer sind wieder drinnen. Oder im Prozent 60. In 20 Minuten. Weiter geht's. Ja, jetzt wird es dunkel. Ich habe gute Energie. Wir fahren zum nächsten Supercharger bei Leipzig. Nempitz. Ja. Und dann geht es da weiter. Wir hangeln uns jetzt von Supercharger zu Supercharger, solange wir fit sind und fressen Kilometer. Und hier, Brücke der Deutschen Einheit. Jetzt sind wir erst aus Bayern raus. William, this is where Bavaria ends. Isn't it crazy how big Bavaria is? Und der zweite Supercharger, Nempitz bei Leipzig. Sind die alle belegt? Also dann könnte ich immer noch zur Ionity ausweichen. Nee, da ist eine Lücke. Da ist eine Lücke. Ah ja, und da vorne ist auch noch einer. Okay, aber wir nehmen den. I need to clean the camera, man. William, you're the cameraman. Why don't you clean it? I'm gonna clean it right now. Immediately after we park the car. Bei kalter Witterung liefert die Batterie deutlich weniger Energie. Wir empfehlen, die Batterie jetzt zu laden. Gute Idee.
Das machen wir. Wir sind bei 430 Kilometern. Und schau mal, richtig Puffer. So muss es sein. Weiter geht's mit Laden. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Schnell einstecken. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass hier neben uns auch schon geladen wird. Und es ist ein Supercharger der zweiten Generation. Also nicht wie davor, das war ein neuer Supercharger der dritten Generation. Erkennt man daran, dass nur ein Kabel dranhängt, das ist CCS-Kabel. Hier ist CCS und Typ 2, also modifizierte Typ 2-Stecker und ja, Katastrophe. Wir teilen uns jetzt hier die Ladeleistung mit dem Kollegen nebenan. 26 kW, das ist natürlich komplett katastrophal. Also würden wir hier ewig stehen. Also entweder probiere ich jetzt, das ist auch jetzt ein Hinkommen, jetzt sind alle belegt. Gut, jetzt kann ich mich nicht umstellen. Das Einzige, was ich machen könnte, ist zur pass auf. Jetzt sind wir schon bei 60 kW. Gut, ist auch nicht genial. Ich könnte theoretisch gegenüber, aber ich will jetzt einfach mal schauen, wie es ist, mit dieser Tesla Supercharger Infrastruktur so eine weite Strecke zu schaffen. Ist auch einfach interessant zu sehen, wie die Auslastung der Supercharger aktuell ist, vor allem im Ausland. Ich ziehe es jetzt einfach so durch. Dauert ein bisschen länger, als ich es mir gewünscht hätte, aber it is what it is. 60 kW tut ein bisschen weh, aber auch ein bisschen ole ole. Also wirklich krass, dieses Supercharger ist einfach voll. Also wieder 20 Minuten geladen, es reicht, es wird einfach nicht wirklich schnell hier. Der Supercharger ist rappelvoll, wenn wir hier frei machen, freut sich auch der Nächste, der hier kommt, weil wir machen es jetzt einfach so, wir fahren einen weiter, das sind 130 Kilometer gerade mal, ja, und da sind dann 10 Plätze frei, okay, jetzt nur noch 9, auch okay, 250 kW, läuft, passt. Gott, komm, weiter geht's. Auto ist 9.344 Kilometer runter. Der Schnitt auf die 500 Kilometer, die wir heute gefahren sind, ist 224 Wattstunden auf Kilometer oder 22,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Da sieht man auch schön, Trip A ist also die komplette Strecke, die ich bisher im Auto gefahren bin. Und da ist der Schnitt deutlich unter 200. Also jetzt bei minus 6 Grad bei Autobahngeschwindigkeiten ist einfach der Verbrauch deutlich höher. Ja, das muss ich hier in meine kompletten Planung immer mit einbedenken. Wir sind jetzt auch schon wieder runter auf 95 Kilometer und haben immer noch 42 bis zum nächsten Supercharger, also kriegen wir alles hin. Aber wie gesagt, der Verbrauch jetzt hier bei minus 6 Grad geht deutlich hoch, was zu warten war. Ich muss mich darauf einstellen, muss immer meine Ladestrategie mit reinrechnen. William has said that the consumption is higher now than it was before with this car. Uh-huh. The driver Tesla too, so I guess it's right. Getting higher and higher the closer we get to Norway. Wir sind hier da hinten beim nächsten Supercharger. Natürlich, hier war ich schon. Da bin ich früher. Ich glaube, wir müssen von Berlin nach Hannover kommt man hier vorbei, weil ich bin mal zur Cebit gefahren und da war ich hier vor vielen, vielen Jahren. Okay, also, look, there is. Ionity, right? Ja. Und da ist tatsächlich auch Betrieb hier. Schau ich das mal an. Ey, das ist ja, wow! Das ist doch schön zu sehen, dass nicht nur Teslas auf der Straße sind. Da alle Ionity-Säulen belegt, außer eine. Hier nochmal mehr Ladesäulen und verschiedenste Elektroautos. Wunderbar, verschiedenste Fabrikate. Schön zu sehen sowas. Auch ausländische Autos. Der Supercharger ist hier tatsächlich eher schwach besetzt. Boop, boop. Und wo sind wir gelandet? Bei 16 Kilometern. Wir sind nicht schnell gefahren. Verrückt. Also wir schlucken hier wirklich einiges weg an Energie. Knack. Laden gestartet. Also auch mein Timer. Ja. Bisher, ganz ehrlich, 40 Minuten geladen auf dem Roadtrip. Total in Ordnung. Die Pausen hätte ich so oder so gemacht. 22 Minuten. Hoffentlich geht jetzt hier das Laden auch wieder schneller als beim Supercharger davor. Und bisher ist es wirklich komplett kompromissfrei. Klar, könnt auch 200 fahren. Ich fahre immer so 120, 130 rum. Am Anfang auch mal 150. Dann zwischendurch, wo es ein bisschen eng wurde, auch nur 100, 110. Also zwischen 120 und 130 bin ich normal unterwegs und das ist okay.
Für mich ist das eine angenehme Reisegeschwindigkeit. Das ist aber keine angenehme Ladegeschwindigkeit. Kruzifix. Was ist denn das? 50 kW. Mann, ich will 150 kW. Meine Zeit tickt hier. Ja, ich bin hier ganz alleine. Ach so. Dieses Supercharger ist unfassbar, ne? Diese Anordnung hier. Zieht euch das rein. 2A, ja, Supercharger 2A. Und hier hinten ist 2B. Also ich teile mit dem Kollegen den Charger. Ich dachte mir, mein Gott, ich stehe hier nicht neben einem, also werde ich mir nichts teilen. Aber nein, weil hier die Anordnung so komisch ist, teile ich mir. Also muss ich mich jetzt umstellen. Ich nehme den nebenan. Bescheuert. Bescheuert gemacht hier. Und ich kann mich erinnern, dass mich das schon mal aufgeregt hat hier. Also ich war definitiv schon mal, weil mich diese Anordnung richtig aufgeregt hat. Weil ich damals auch durch Zufall so erwischt hatte. Jetzt habe ich natürlich nicht gecheckt, wo er ist, also an welchem er steht. Ja, keine Ahnung. Es ist einfach bescheuert gemacht. Boah, die Kabel sind auch richtig gefroren, steifer als sonst. Also gerade standen wir hier. Jetzt bin ich hier einmal rumgefahren. Schau, ob es hier schneller geht. Ansonsten habe ich den von dem Kollegen erwischt. Also ich habe die Zeit hier einfach weiterlaufen lassen. Es ist halt einfach alles Ladezeit, auch wenn man die Zeit verschwendet mit dumm Hin- und Herparken. Also, bitte mehr Power als gerade eben. Dankeschön. So, William, we don't have to share the charger. This is what we like. Well, 115 is not what we love, but it's okay. Weiter geht's. Und stopp. Halbe Stunde. Bisschen über 33 Minuten geladen, circa. Halbe Stunde. Weiter geht's. Und er sagt schon, dass ich unter 125 fahren soll, damit es klappt. Ich habe jetzt extra so lange geladen, dass ich diesen einen Supercharger überspringen kann, damit wir wieder ein bisschen Strecke machen. 200 Kilometer wären das jetzt. Das sollte hoffentlich knappen. 200 Kilometer und 340 haben wir. Sollte klappen. Gut, minus 7 Grad. Also ganz ehrlich, das wird nicht leichter anzukommen, ohne zwischenzuladen. Ich habe mich für 111 km/h Autopilot entschieden, um die 200 Kilometer zu fahren. Mit 300 jetzt 28 Kilometern Reichweite. 111, ja, also ich versuche nichts zu schönen. Ja, ich sag's euch, wie es ist. Ich fahre 111 km/h auf der deutschen Autobahn und die Straße ist frei. Hier liegt kein Schnee, nichts. Hier können wir auch problemlos 150 fahren oder auch schneller. Ich mache jetzt 111 und hoffe, dass ich da ankomme ohne Zwischenladen. Schauen wir mal. Ja, Winter- und Elektroautos sind halt nicht die besten Freunde und norwegische Winter- und Elektroautos. Gespannt. Wir haben erfolgreich zu vermelden, es sind noch genau 100 Kilometer bis zum Supercharger und das werden wir schaffen, denn wir haben noch 184 Kilometer. Und jetzt schaut mal her, hier in dem Diagramm sehen wir, dass wir noch mit 8% ankommen werden, also sieht echt solide aus, dementsprechend gehe ich jetzt auch hoch auf 125, das sollte schon passen. Tada. Hamburg, wir nähern uns. Wir fahren von der Autobahn runter, schaut euch das an. 5 Kilometer nur noch drauf. Der Unterschied zwischen 110 fahren und 125 ist echt real. Also hier verbrauchst du deutlich hochgegangen. Aber wir sind im Supercharger, also alles okay. Aber wir schießen uns immer mehr darauf ein, wie es eben ist mit diesen Bedingungen zu Roadtrippen. Ja. Wir lernen dazu und stimmen das dann für die harten Norwegen-Tage perfekt ab. Und da ist er, Supercharger Nummer 4 heute. Der vierte Supercharger. Leute, schaut euch das an, Mann. Was ist jetzt schon hier so vereist? Und ich fahre zum Nordkap. Warum fahre ich denn nicht einfach zum Südkap? Bin ich denn bescheuert? Nein, ich habe richtig Bock drauf. Aber ey, das ist echt rutschig hier. Und wir sind noch nicht annähernd in Norwegen, Mann. Da wird's richtig crazy. Abonniert gerne den Kanal, seid mit dabei, da wird es einige Episoden geben, also es ist nicht so, als wenn wir heute da ankommen, ja, wird ein bisschen dauern und es wird eklig kalt werden einfach. Ja, und wenn euch dieses Video gefällt, auch gerne einen Daumen hoch geben. Mir gefällt der Ladespeed hier in diesem Supercharger, 126 kW, na also, das ist doch ganz solide. Eieieiei. William, now I understand why you left Norway. Ich bin friesig.
Friesig? Friesig? Du bist Friesig? Okay. Friesig. Klar, wer kennt's nicht? Okay, folgendes ist die Strategie, das wird ein kurzer Ladestopp. Ich mache 1 Stunde 30 Minuten voll und dann geht's weiter. Ich lasse Hamburg hinter mir und mache hier einen kurzen kleinen Trip. Ja, 1 Stunde, 100 Kilometer. Und dann habe ich das geschafft, was ich unbedingt erreichen wollte, Hamburg kassieren. Und falls noch Wind da ist, ja, falls noch Energie in meinem Tank ist, geht sogar noch weiter. Aber jetzt erstmal, wenn ich Hamburg geschafft habe, nördlich von Hamburg gelandet bin, dann war es ein guter fahrerischer Tag. 1,5 Stunden voll. Passt. Leute, wir haben hier ein ernsthaftes Problem. William und ich fahren beide seit 5 Jahren oder so Tesla. Wir wissen nicht, was hier los ist. Es wird nicht warm. It's cold. Es ist friesig. Ja, ist genau, friesig. It's proper Norwegian weather in the car. Ja, wir haben auf Temperatur maximal eingestellt hier. Nichts geht. Da, hier. Wir haben auf 10 die Lüftung. Hier, fucking, hier Maximaltemperatur. Nichts geht, es ist einfach kalt. Es kommt nur kalte Luft raus. Warum? We have enough juice. It's cold. Das macht mir echt Sorgen gerade. Es wird kalt. Willkommen aus Norwegen in the Tesla. Das ist echt nicht gut. Noch lachen wir, aber eigentlich ist es echt, echt nicht gut. I find it to be very funny. I don't care. I'm from Norway. This is not so bad. Es ist nicht ganz, ganz kalt. Es ist lauwarm. It's not... Oh, it's getting warmer, William. Oh, it's now it's warm. Now it's warm. Oh my God. It's getting right now, like 5 seconds. Wow, now it's getting warm. Jede Sekunde gerade wird's wärmer. Ich habe keine Ahnung, was hier falsch war. Oder es sollte immer noch heißer sein, dafür ist auf Maximum stehen. Aber es wird besser. Jetzt wird's hier kühler. It's getting colder again. Oh yeah. Come on. It is. Heizung. It's really cold. Oh, man. Ja, okay. Wir fahren jetzt zum Supercharger durch und hoffen, dass irgendwie spontan Heilung kommt. Oder, William. Wir restarten das Ganze jetzt nochmal. Dann ist der Bildschirm aus und man kann trotzdem ganz normal weiterfahren. Ja, also auch während ihr hier gerade sich neu hochfährt, kommt kühle Luft raus. Also ich hoffe einfach, dass irgendwie dass das Heizungssystem wieder wachrüttelt in Neustadt. Oh, William, es wird wärmer. Hot. Richtig heiß. Zack. Ich glaube, das war die Lösung. Ich habe keine Ahnung, was falsch war, aber wie bei jeder Technik auch Neustart hilft offen. Das ist jetzt richtig heiß. Ja. Wow. Wow. Wow, that's hot. Ach, ja, geil. Wenn wir jetzt hier auch nochmal zurückkommen, dann haben wir es geschafft. Auf jeden Fall Heizung repariert. Kein Problem. Alex, der Repariermann. Leute, wir sind in Hamburg, wie ihr merkt. William ist hyped, ich bin's auch. Hamburg von München aus, ne? Das sind 800 Kilometer. Wo sind wir jetzt? 825 Kilometer. Also nicht schlecht. Hamburg feiere ich eigentlich sehr, aber heute fahren wir nur durch. Was soll's? Wir sind in Hamburg, Alter. Hamburg, Digga. William und ich haben ein komisches Hobby. Und das ist neue Ladestationen. Ich liebe es, in Ladestationen zu sein. Und William auch, in denen wir noch nie waren. I said that we love new charging stations. I understood. Okay. Ich verstehe. Hier war ich noch nie. Have you been here before? Nein. Nein. Ich habe nicht been here. Zu diesem Platz. So, da. Fancy. Schön beleuchtet. Aber ansonsten ist hier leider nichts um die Uhrzeit. Ne? Also hier gibt es nichts zu essen oder irgendwas. Was ist das? Oh, look at this car. It's a nice wow. Car. Nice, dude. Wow. Looking good. Looking good. Wow. You're driving through it? Oh, okay. Ah, let's do... Das ist fein.
Okay. Und weiter geht's. 1,5 Stunden. Und Ladeanschluss öffnen. Aufsafte mich. So hast du dir William sagen. Aufsaften mich. Ah. Dann zieh mal schön hoch den Ladespeed. Ja, so gefällt mir das hier. 170 kW. 180. Yo. Und bald 900 Kilometer gefahren. Über 200 kW. Ja, endlich wieder richtig Power. Alter, 240. Geil. Ja, ist schon besser, wenn man an einem Supercharger der neuesten Generation steht und dann wenigstens am Anfang ordentlich reinprügelt. Klar, die Ladekurve im Model Y fällt dann auch schnell wieder ab. Aber jetzt genieße ich die über 200 kW. Sind auch nur noch 222 jetzt, aber ist doch nicht so verkehrt. Oh ja. Danke. Bitte. So, ein bisschen länger geladen, was daran lag, dass wir ein Hotel in Flensburg gebucht haben. Also, finale Etappe heute. 120 Kilometer noch nach Flensburg. Die letzten 10 Minuten sind angebrochen. Wir sind gleich in Flensburg. Nach 975 Kilometern nähern wir uns dem Ziel also. Und wir pennen da im Hotel, haben leider keine Ladestation, aber haben noch 30% Saft oder 150 Kilometer. Damit geht es dann morgen weiter. Ich bin hier die meiste Zeit im Autopilot gefahren. Er hat einmal diesen krassen Fehler am Anfang gemacht und seitdem fehlerfrei. Wirklich so eine Entlastung. Das ist wirklich ein Riesenunterschied. Ich würde sagen, ich bin vielleicht 20% der Zeit selber gefahren und 80% der Autopilot mit einem Fehler, der aber wirklich krass war. Also das will ich nicht verharmlosen. Aber ansonsten war es wirklich top. Wenn man den Autopilot sinnvoll nutzt, also trotzdem aufmerksam ist, Hand am Lenkrad so, dann ist es echt eine feine Sache. Und die letzten 10 Kilometer sollen mich jetzt auch noch hinschuppieren. Dann haben wir es für heute geschafft und die erste Etappe ist erfolgreich gemeistert. William, that was a good start. I enjoyed it. Great driving, man. Safe and safe and beautiful. Effective. Yes, safe and beautiful, I would say. Tomorrow it's gonna get cold. Schrecklich cold. Schneechaos und füßlich. Smüßlich. Da ist unser Hotel. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt habe ich nur noch die Idee, in der App zu schauen, ob es sich doch vielleicht eine Ladestation hier irgendwo gibt. Könnte ja sein, das Zufall. Schauen wir mal. Halten. Wir fahren mal da rein. Check die App. Jetzt das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Weil da ist natürlich auch ein Parkhaus, also vielleicht ist im Parkhaus auch eine Ladestation. Maybe we can charge in there, but they should have charging. Das looks legit. Ich wäre enttäuscht, wenn da keine Ladestation ist, aber ich versuche mal eine App. Wir schauen mal, ob es hier Ladestationen gibt. Was mich schon mal nicht freut, ist, dass es keine Beschilderung gibt. Also entweder haben die keine Ladesäulen, da macht es natürlich Sinn, dass da nirgends steht, Ladesäule da lang. Oder sie haben welche und haben keine Schilder angebracht, was schade wäre. Weil dann ist ja ein riesen Parkhaus. Dann fährst du hier rum, suchst und ein Schild hätte dich einfach sofort hingeführt. Sieht irgendwie nicht so danach aus, oder? 11 Stunden Auto gefahren ist mir jetzt auch zu blöd, dann lade ich halt nicht über Nacht. Klar wäre eigentlich der Königsweg, wenn der Wagen steht, dann kann er hier auch perfekt laden, aber wir fahren einfach morgen hier über die deutsch-dänische Grenze. Danach kommen auch wieder Supercharger, dann machen wir es halt so. Also das ist nicht die Nerven dafür, hier Ladesäulen zu suchen. Hotel richtig gut getroffen hier, direkt am Wasser, sieht super aus. Einziges kleines Problem, die Straße ist tatsächlich recht laut, weil das Fenster auch die Geräusche nicht wirklich abhält, wenn hier die Nicht-Elektroautos vorbeirollen. Sei es drum, aber richtig geil hier, 1000 Kilometer hochgerollt heute, alles gut gegangen, kein einziger Stau, super wenig Baustellen auch. Hat einfach gepasst, Bock auf den Rest, seid gerne mit dabei und mit den Motorgeräuschen sowie diesem Ausblick verabschiede ich mich vom ersten Teil des fetten Roadtrips zum Nordkap. So Freunde, elektrisch durch ganz Deutschland an einem Tag gefahren. Schöner Auftakt, aber die nächste Roadtrip-Etappe wird nochmal krasser. Da soll es dann von Deutschland nach Dänemark gehen, von Dänemark nach Schweden und von Schweden nach Norwegen. Dieses Video findet ihr auf dem meinauto.de YouTube-Kanal. Link ist in der Beschreibungsbox. Abonniert gerne den Mein Auto YouTube-Kanal. Gerne auch elektrisiert. Dem Video einen Daumen hoch geben. Und dann verspreche ich euch, wird das noch eine mega krasse
Roadtrip-Reise mit vielen wilden Überraschungen und tollen Erlebnissen. Bis dann, macht's gut, ciao.